Herr Huber hat ja einen absoluten Punkt, wenn er sagt, es wird in Deutschland unfassbar viel weggeklagt. Sie sagen, 7 Leute reichen. Wenn die sich zusammentun, dann macht auch Herr Huber und auch Herr Söder machen die gar nichts mehr. Ist das so? Ist es im Grunde egal, wo jemand sitzt? Also ich hab neulich die schöne Geschichte des Vaters von Karl Theodor zu Guttenberg, auch ein CSU-Mann, gelesen. Enoch zu Guttenberg, der diesen kleinen Verein hatte, der was gemacht hat. Dieser Verein, gibt es immer noch, diesen Verein. Ja, ja, ne? Dieser Verein ist einer, der vehement gegen Windkraft zu Felde zieht und der natürlich damit auch viel verhindert. Wir können generell sagen, dass bei uns natürlich auch ganz viel geklagt wird gegen Windkraft. In NRW jetzt bei Ihnen. In NRW. Ja. Aber wir setzen uns damit auseinander und wir gehen an die Öffentlichkeit und wir akzeptieren das nicht, sondern wir setzen den NABU unter Druck und bringen ein anderes Bild in die Öffentlichkeit. Und wir haben natürlich die gleichen Rahmenbedingungen wie Sie in Bayern. Aber wir haben in NRW in diesem Jahr schon 82 Genehmigungen bekommen im ersten Quartal. Wir als Firma allein 20. Und Niedersachsen 22, Schleswig-Holstein 33, Sachsen-Anhalt 20. Der Unterschied ist einfach der, wie redet man über die erneuerbaren Energien? Wenn man sagt, möglichst weit weg, möglichst 10 h, eigentlich wollen wir sie gar nicht, dann wirkt sich das auch bis in die Genehmigungsbehörden aus. Wenn es aber umgekehrt ist und man sagt, wir wollen, sie haben diese Energieform, dann wirkt das auch in die Genehmigungsbehörden hinein. Und wir haben bei uns trotz höchster Dichte in NRW eine hohe Akzeptanz. Das liegt auch daran, dass wir die Bürger mitnehmen. Wir beteiligen sie, wir geben ihnen günstige Stromtarife. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Was verlangen Sie für die Kilowattstunde? Bitte? Was verlangen Sie für die Kilowattstunde? Wir haben Preise auf jeden Fall unter 40 Cent in allen Bereichen und wir gehen runter bis unter 20 Cent, je nachdem, was... Ich habe mal geschaut, im Internet bei Ihnen zahlt man 30 Cent für die Kilowattstunde. Das ist jetzt ganz normal. Also, nee, das ist nicht normal. Der Bundesdurchschnitt liegt deutlich höher. Das sind auch noch nicht mal die besonders geförderten Tarife. Wir differenzieren das je nachdem, wo die Menschen wohnen und was die Windkraftbetreiber bereit sind zu sponsern. Eine ganz wichtige Maßnahme. Und dann kommt jetzt dazu, das gibt nämlich im Moment, die Industrie will den Strom haben. Wir haben jeden Tag Anfragen aus der Industrie, die sagen, könnt ihr uns helfen? Und das verändert sehr, sehr viel. Wir haben jetzt mehrere Gemeinden, da haben sich alle Gewerbebetriebe zusammengeschlossen und schreiben gemeinsam an ihren Bürgermeister, wir brauchen in der Summe so viel Strom. Bitte stell Flächen zur Verfügung für ausreichend Wind und Solar, damit wir uns komplett grün versorgen können. Und da brauchen wir dann gar nicht mehr über Verpflichtungen und Flächenbereitstellung diskutieren. Wenn die Gewerbebetriebe sich so aufstellen, und das passiert jetzt gerade, dann ist das Thema durch. Aber genau das machen wir doch auch. Ich habe es gerade angesprochen, das Beispiel aus meiner Heimat, wo 30 bis 40 Windenergieanlagen installiert werden sollen, auch für die chemische Industrie. Genau das läuft ja auch bei uns. Und genau auf dem Weg sind wir doch auch. Aber noch einmal, ich bitte darum zu sehen, dass erneuerbare Energien nicht ausschließlich Wind sind. Es mag ja sein, dass Sie das vorhaben. Bis jetzt läuft es nicht so. Es aber ist noch einmal, ich halte auch für einen Fehler, dass wir uns bei den Erneuerbaren ausschließlich auf den Wind konzentrieren. Nicht ausschließlich. Es geht auch um Biomasse, es geht um Photovoltaik, es geht auch um Wasserkraft, es geht auch um Geothermie. Der ganze Wärmebereich ist dann natürlich auch in Bayern gut abdeckbar. Geothermie, ist das nicht dieser böse Heizsozialismus, von dem Sie gesprochen haben? Nee. Geothermie ist eine Stärke Bayerns, wo wir auch natürlich sowohl in der Stromerzeugung als auch in der Wärmeversorgung gut ausgestattet sind. Wir haben ja auch das Ziel, dass wir 25% der Gebäudewärme in den nächsten Jahren durch Geothermie nutzen wollen. Also eine bayerische Stärke, die überhaupt keine Rolle spielt auf der Bundesebene. Ja. Sie reden immer nur über den Wind. Reden wir doch auch mal über das, was die Stärken in Bayern sind. Herr Huber, es ist etwas anders. Wir sagen, für einen ausgeglichenen Mix, wo wir möglichst wenig Lücken hinterlassen bei der Erzeugung, brauchen wir Solar, Wind und Bioenergie. Die Bioenergie wird oft kaputt geredet von den Umweltverbänden. Das finde ich auch völlig falsch. Die Bioenergie hat einen ganz hohen Stellenwert. Sehen wir auch. Worüber reden wir dann konkret? Ja, über Holz, Biogas, über Holz, über die grüne Tonne und so weiter, was man alles nutzen kann. Das müssen wir auch nutzen. Und in dieser Kombination können wir eine ziemlich gesicherte Stromversorgung machen. Was wir nicht dafür brauchen, weil es viel zu teuer ist, ist der Wasserstoff, was Sie ganz in den Vordergrund stellen. Sie haben in Bayern ein paar sehr gute Voraussetzungen gehabt, nämlich die Wasserkraft wegen der Alpenflüsse
und das Molassebecken in München, wo man gut Geothermie machen kann. Das ist auch okay, dass sie das nutzen. Aber das sind begrenzte Ressourcen. Darauf können sie sich nicht lange ausruhen. Die Wasserkraft geht nämlich zurück wegen der Trockenheit. Das ist schon in den letzten Jahren aufgrund von Klimawandel deutlich zurückgegangen. So, und das heißt, sie werden in Zukunft einen Mix machen müssen aus diesen wichtigen drei Ressourcen. Und da wird die Windenergie ihnen massiv auf die Füße fallen, wenn sie die nicht ausbauen. Denn wobei es natürlich die Frage der Grundlastfähigkeit immer noch nicht beantwortet hat. Doch, ich habe es ja gerade gesagt. Ja, weil der Mix, so wie Sie das sagen, nicht funktioniert. Vor allem, wir müssen eines sehen, wenn wir über Transformation reden, über Energiewende reden, was heißt das? Was heißt das konkret? Das heißt, dass wir sämtliche fossilen Produktionsprozesse umstellen auf Strom, umstellen auf Elektrifizierung. Ja. Das heißt, der Strombedarf in Deutschland insgesamt wird sich vervielfachen. Und deswegen müssen wir uns verdoppeln. Mindestens. Also wenn ich mir so manche Branchen anschaue, also beispielsweise ein Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft in der chemischen Industrie würde bedeuten, dass allein die chemische Industrie so viel Strom braucht wie jetzt ganz Deutschland insgesamt. So, und das schaffen sie natürlich nur. BASF alleine so viel wie ganz Dänemark, muss man sich mal klar machen. Das heißt natürlich, sie müssen auch für die Grundlastfähigkeit sorgen. Und es hilft mir ja nichts, wenn ich bilanziell am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein und Wind an der Küste mehr Strom produziere, als ich brauche, wenn ich es am Montagvormittag um 10 Uhr nicht habe. Deswegen brauchen wir auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts die Grundlastfähigkeit. Und die werde ich nur mit der Kombination aus Erneuerbaren nicht hinbringen, geschweige denn, dass ich ja die Fläche gar nicht habe. Sie müssen sich doch nur mal überlegen, wie viel Photovoltaik brauchen Sie, um alles selbst erzeugen zu können, was Sie verbrauchen. Das wird gar nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir natürlich schon auch eine Wasserstoffinfrastruktur. Deswegen monieren wir ja auch aus Bayern heraus so sehr, dass die Ampel beim Wasserstoffnetz Bayern vernachlässigt, dass wir 5 oder 10 Jahre später dran kommen sollen. Deswegen haben wir auch eigene Initiativen, wo wir natürlich auch schauen, dass wir aus dem Süden heraus eine Wasserstoffpipeline nach Bayern bauen. Weil wir natürlich Wasserstoff schon brauchen als Grundprodukt für die Industrie. Das ist dann aber keine Heimatenergie mehr, wenn Sie den Wasserstoff importieren. Wie wollen Sie es denn sonst machen? Ich kann Ihnen jedenfalls sagen... Sie müssen sich doch mal von der Illusion verabschieden, dass ein Industriestandort wie Deutschland sich komplett erneuerbar versorgen kann. Aber das ist doch immer noch kein Gegenargument dagegen, jetzt die Erneuerbaren wirklich auszubauen oder die Windkraft auch mit einzuschließen. Und die Herausforderung wäre doch auch so viel über Erneuerbare mit Wind und Solar zu produzieren, dass unser Grundlastbedarf sehr, sehr gering ist und eben nur noch in speziellen Momenten wir den nutzen müssen und dann zum Beispiel auch auf eine sehr kostbare, sehr, sehr teure Technologie wie Wasserstoff zurückgreifen können in diesen Momenten. Aber ansonsten natürlich muss das Ziel doch sein, dass wir die Technologien, die so günstig sind, wo schon komplett klar ist, wie das funktioniert, dass wir die jetzt erstmal nutzen. Und das sind eben die Solarenergie, aber eben auch die Windkraft. Und wenn Sie dann von fehlenden Flächen sprechen, dann frage ich mich ehrlicherweise, das ist doch eine Frage des Landes, wie viele Flächen man überhaupt ausweicht. Also schauen Sie mal her, wenn Sie sagen, Sie wollen natürlich sämtliche Produktionsprozesse, sämtliche Anwendungen auch umstellen von den fossilen Energieträgern auf synthetische Kraftstoffe, auf strombasierte. Dann müssen Sie sich immer mal überlegen, was heißt das denn an Flächenbedarf? Der Flughafen München beispielsweise, könnte natürlich auch mit E-Fuels versorgt werden. Wissen Sie, wie viel Fläche Sie brauchen mit Photovoltaik, um den halben Bedarf? Ne, da müssen wir doch mal realistisch sagen, bleiben. Sagen Sie es mal. Sie bräuchten mehrere 100 Quadratkilometer Photovoltaik-Freiflächenanlage, um den Strom zu erzeugen, damit sie dann die E-Fuels herstellen, um den halben Bedarf des Flughafens Münchens zu haben. Also da muss man doch mal sehen, wenn Sie dann überlegen, dass wir jetzt mindestens eine Verdopplung, eine Verdreifachung des Strombedarfs in Deutschland haben. Und deswegen sagen auch alle diejenigen, die wirklich Ahnung von dem Thema haben, dass E-Fuels eine Märchenlösung sind, die Probleme nicht lösen können. Und ich habe das Gefühl, das ist die Taktik, die CSU und die CDU gerade am allermeisten fahren, wir haben bewährte Technologien, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Verbrennermotor zum Beispiel. Wo wir sie jetzt flächendeckend ausrollen müssen. Und zwar, das ist wirklich eine Absurdität, die sie liefern. Auf Stichwort. Und jedes Mal, wenn wir das haben, kommen sie um die Ecke, werfen eine zweite halbgare Technologie in den Raum, die sehr viel mehr Energie verbraucht, die wir nicht flächendeckend nutzen können, die sehr teuer sein wird und wollen da mit diesem Argument den Ausbau von den Technologien verhindern, bei denen wir schon wissen, dass sie zur Lösung beitragen. Und Was für Sie schwierig ist, Herr Huber, ist, dass Sie etwas verteidigen müssen, was Sie ja über die Jahre nicht mit verbockt haben. Aber die CSU hat sehr lange in der Bundesregierung gesessen. Sie hat entscheidende Ministerien für eine Klimawende, die nötig war und die
erkannt worden war, besetzt. Sie hatten sehr lange das Landwirtschaftsministerium und sehr lange das Verkehrsministerium. Was haben Sie damals gemacht? Sie haben das Verbot von Glyphosat gestoppt gegen die Linie der Bundesregierung. Sie haben sich an einer Pkw-Maut verkämpft, wo klar war, das wird der Europäische Gerichtshof, oder wo sehr schnell klar war, das wird der Europäische Gerichtshof nicht mitmachen. Sie haben in vielen Bereichen im Verkehr alles nach Bayern geschoben. Das hat Herr Söder im Bundestagswahlkampf explizit gelobt, dass der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer Millionenbeträge nach Bayern gebracht hat. Insofern heimische, nicht nur Energie, sondern heimische Vorteile zu Lasten anderer Bundesländer. Und jetzt haben Sie einen bayerischen Scherbenhaufen, was Ihre Umweltpolitik betrifft. Und Herr Söder hat eine Zeit lang die Bäume umarmt. Jetzt fangen Sie an, die Windräder zu umarmen, die Ihnen aber fehlen. So viele können Sie gar nicht umarmen. Und was Sie jetzt sagen, das ist Ihr Job, dafür sind Sie Generalsekretär. Das müssen Sie machen, aber es wird nicht dadurch besser, indem Sie alles in die Zukunft richten und sagen, was Sie machen wollen und was alles ganz toll ist in Bayern, sondern die CSU ist mit dafür verantwortlich, wo wir heute stehen, und zwar nicht gut. Und dann wäre es vielleicht gut, daraus auch Konsequenzen zu ziehen und ein bisschen selbstkritisch. Also ich würde schon mal noch darauf hinweisen, dass wir auch beim Zubau der erneuerbaren Energien auf Nummer 1 sind. Also das, was Sie sagen, wir würden da irgendwas blockieren, das stimmt halt einfach nicht. Selbst Robert Habeck musste zugeben, aus keinem Bundesland wird so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wie in Bayern. Herr Lackmann, ist es ein Argument, also zwei Sachen. Das Erste, das ich nur kurz abräumen wollte, schon die ganze Zeit, und jetzt komme ich endlich dazu. Es ist wirklich so, wenn 7 Leute einen Verein gründen und klagen gegen zum Beispiel Windräder. Egal, wo die sitzen. Die könnten in Freiburg diesen Verein gründen und die können gegen ein Windkraftprojekt in Mecklenburg-Vorpommern klagen. Genau. Und wie lange legen die das dann lahm? Sie erleben 7, das an. 7 Leute können einen Verein gründen, und wenn das ein Umweltverein ist, dann haben die nach wenigen Monaten das Verbandsklagerecht und können bundesweit Infrastrukturprojekte kaputt klagen. Und das kann so nicht weitergehen. Und wie lange läuft das dann? Der Missbrauch des Klagerechts. Und das dauert in der Regel in der Vergangenheit mehrere Jahre über mehrere Instanzen. Das ist jetzt ein Vorteil, dass eine Instanz bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit weggefallen ist. Es dauert jetzt nicht mehr mehrere Jahre, sondern im Schnitt vielleicht noch ein Jahr. Und wer klagt da? Was sind das für Leute? Ja, das sind einzelne Personen, die sich als Umweltschützer definieren und die aber dann auch bewusst Leute aufnehmen und ansprechen, die gar nicht aus Umweltgründen klagen, sondern einfach, weil sie die Anlagen nicht sehen möchten. Also das wird bewusst so gemacht, dass man sagt, wenn ihr zu uns kommt, Mitglied werdet, spendet, dann klagen wir für euch aus Umweltgründen gegen die Veränderung. So läuft das? Das ist ein Geschäftsmodell? Ja, das gibt es. Und das ist natürlich wirklich Missbrauch des Klagerechts, und hier muss aufgeräumt werden. Was sind das für Argumente, die da vorgetragen werden? So Ihre Top 2, wenn Sie mal so zurückdenken? Vorgetragen wird natürlich immer der Artenschutz. Der Rotmilan zum Beispiel. Den gibt es überall, aber er ist angeblich selten und wird angeblich gefährdet. Der ist aber im Bestand überhaupt nicht gefährdet. Der breitet sich wunderbar aus und da gibt es keine echten Probleme, aber er wird immer hergenommen zur Verhinderung. Was noch? Alle möglichen Vogelarten und Feldhamster und so weiter. Also das oder den Monell-Regenpfeifer. Der Monell-Regenpfeifer. Der Monell-Regenpfeifer. Das ist ein Steppenvogel, der vielleicht mal durchzieht. Und dem wird nachgesagt, dass er Angst vor vertikalen Strukturen hat, sprich Windkraftanlagen. Also ein solcher Unsinn wird in Gerichtsbarkeiten vorgetragen, und damit muss man sich auseinandersetzen. Aber ich sage auch, das Thema kennen wir, wir sind aber trotzdem erfolgreich, auch wenn wir uns damit auseinandersetzen, und wir kommen auch da weiter. Eines muss klar sein, wir haben in Deutschland genügend Ressourcen und Flächen, um den gesamten Strom zu erzeugen, für eine Elektrifizierung des Verkehrs und um komplett die Wärmeversorgung bereitzustellen. Das kann man nachrechnen, das kann man vorrechnen. Genügend Potenzial für... Wie viel Prozent der Fläche, Herr Lackmann? Bitte? Wie viel Prozent der Fläche würde das bedeuten? Das sind ungefähr 2% der Gesamtfläche. Das ist ja die Ausgangszahl gewesen. Um Deutschland komplett... Jawohl. Mehr erneuerbare Energie zu versorgen. Wärme auch. Alles. Auch Wärme. Wärme, Mobilität, alles. Alles. Industrielle Prozesse? Nicht komplett noch Wasserstoff.
Wir das ist ja genau der Punkt, aber den brauche ich natürlich. Ja, Moment, jetzt lassen Sie mich doch mal den Punkt machen. Sie brauchen doch einen Rohstoff. Nee, Sie haben ja recht, aber lassen Sie ihn doch den Sie Punkt können doch nicht Wasserstoff ausblenden beim Industriestandort wie Deutschland. Sie können doch nicht sagen, wir können uns versorgen und lassen den Wasserstoff völlig raus. Habe ich doch gar nicht. Sie haben doch gesagt, ohne Wasserstoff. Zu Ende. Sie reden ja der Wasserstoff das Wort. Ich sage, Wasserstoff brauchen wir aber bitte nur da, wo es wirklich notwendig ist, in der Chemieindustrie und in der Stahlindustrie. Das wird sehr anstrengend und er ist sehr teuer, aber wo wir ihn brauchen, sollten wir ihn auch nutzen und den können wir auch importieren. Ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, irgendwas zu importieren. Aber das, was wir zu Hause machen können, was uns unabhängig macht und was kostengünstig ist, das machen wir erstmal zu Hause. Und dann bleibt noch einiges zu importieren, da haben wir nichts grundsätzlich dagegen. Pauline Brünger, wenn Sie das so hören und haben Sie das Gefühl, die Politik nimmt das wirklich ernst oder erleben wir auch heute, und es geht jetzt gar nicht gegen Herrn Huber, sonst erleben wir auch von anderer Seite, es geht am Ende sozusagen geht's darum, Politik auch in gewisser Weise zu verkaufen und den Leuten das Gefühl zu geben, wir tun eine ganze Menge, aber eigentlich soll doch alles so weitergehen wie gehabt. Ganz schön viel. Also ich habe das ja eben schon angesprochen. Ich habe das Gefühl, was man von Seiten der CSU gerade hört, ehrlicherweise in vielen Punkten habe ich das Gefühl, dass das ein blanker Populismus, um der unzureichende Politik noch irgendwie gut zu verkaufen. Und mich erinnert das gerade aber an vielen Stellen auch an die Politik in Berlin, die Sie so viel kritisieren, weil ich das Gefühl habe, das ist gerade ein Muster, dass man sich in so Märchengeschichten verfängt und verliert und den Leuten erzählt, man könnte die Klimakrise bekämpfen, ohne dass das irgendeine Veränderung bringt, ohne dass es Einschränkungen gibt, ohne dass es Verbote gibt oder ohne dass die Preise steigen. Man räumt alle Möglichkeiten, um was zu verändern, raus und sagt, mit ein bisschen Feenstaub kriegen wir das am Ende hin. Wie groß ist Ihre Enttäuschung darüber, dass das auch zum Beispiel eine Partei wie die Grünen macht, von denen ich denken würde, die stehen Ihnen habituell, kulturell sehr nah? Ich glaube, die Situation in der Ampelkoalition muss man sich vor allen Dingen so vorstellen, dass man da gerade zwei Parteien sitzen hat, und das sind die FDP und die SPD, denen das Klima offensichtlich egal ist. Also wenn wir uns auch die politischen Entscheidungen der letzten Woche anschauen, haben die nichts dafür getan, dass sich da irgendwas verbessert, sondern waren auch die treibenden Kräfte für eine Verbesserung vom Klimaschutz. Und vergleichsweise haben die Grünen sich natürlich für den Klimaschutz eingesetzt, sind dann am Ende aber auch aus diesem Koalitionsausschuss rausgegangen und tun so, als wäre gerade alles okay, als hätten wir eine komplette, das tun sie tatsächlich, als hätten wir eine heile Welt an der Stelle. Ja, das kommt aber bei Ihnen so an, ja? Nee, ich differenziere da ja auch gerade ganz bewusst und ich glaube sozusagen, dass es da auch, dass man das da sozusagen an der Stelle nicht so deutlich sagen kann. Aber ich finde trotzdem, dass man das betonen muss, dass diese Koalition sich gerade an vielen Stellen schon hinstellt, behauptet, sie würde die Klimakrise ernsthaft angehen. Und wenn man sich das dann auf dem Papier anschaut, wenn man das durchrechnet, dann geht das nicht auf. Und dann geht das wirklich bei weitem nicht auf. Christina, du sehen Sie auch so? Also, Was passiert da gerade? Wir haben nach diesem Koalitionsausschuss zumindest erlebt, dass die Grünen sehr klar gesagt haben, so erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Deswegen ist ja auch der Eindruck entstanden, dass da eine sozialliberale Koalition gerade gegen den eigenen Partner Grünen, Grüne, Sie haben es ja gerade damit auch angesprochen, Politik macht. Was diese Ampel für ein Problem hat. Sie haben gesagt, es würde so getan, es kostet alles nichts und wir müssen nicht wirklich verzichten. Und ich finde, genau das Umgekehrte ist passiert. Mit diesem Aufschlag des Bundeswirtschaftsministers bei dem Heizungstausch ist vielen eben sehr klar geworden, das wird sehr teuer und das wird sehr stark Das war der Reflex. Genau, weil darüber so deutlich geworden ist, der Finger wurde in die Wunde gelegt. Es ist klar, es wird wahrscheinlich nur mit ganz starken Vorgaben, wahrscheinlich mit Verboten. Und davor schrecken SPD und FDP mehr zurück, weil sie länger denken und sagen, wir wollen aber auch wiedergewählt werden. Und die Haltung bei Herrn Lindner, dem Finanzminister und dem Bundeskanzler, die ist, jedenfalls stärker als bei den Grünen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Einige sind überfordert. Wenn wir beim Heizungstausch daran denken, dass es eben nicht damit getan ist, für 18.000 Euro eine Wärmepumpe einzubauen, sondern dass man das Haus sanieren muss, was sehr schnell bei 70.000 Euro landet. Und wenn Menschen mit 60 gerade ihr Haus abgezahlt haben, wahrscheinlich gar keinen Kredit mehr in der Höhe kriegen. Ähnlich bei den Autos. Viele fahren ein altes Auto und SPD und FDP haben
für sich beschlossen, wir können nicht alles abschaffen, wir können die Leute nicht weiter verunsichern, die wählen uns nie wieder. Und die Grünen sind noch mit mehr Konsequenz da drin, räumen aber ja sehr wohl ihren Misserfolg da auch ein. Und das, was jetzt passiert ist in dieser Koalition, dass sie dadurch wirklich fragil wird, dass sie sich beim Klimawandel, was ja, sagen wir mal, nach der Überwindung der Pandemie und mit der Versuch, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu überwinden, die ganz große Zukunftsaufgabe, das größte Problem ist und bleibt, darüber werden sie sich weiter sehr, sehr zerstreiten und auch destabilisieren. Ja. Aber ich würde sozusagen dann in der Formulierung widersprechen. Ich habe gerade das Gefühl, dass SPD und FDP nicht weiter in die Zukunft schauen, sondern sie schauen nur bis zur nächsten Wahl. Und ich finde, das ist ein... Das war aber im Kern die Aussage von Christine Genau, aber, ja, nee, das, und ich finde, das ist ein ganz... Ich würde das nur andersrum sagen. Ich finde, die haben einen sehr kurzfristigen Blick, während wir eigentlich an einem Punkt wären. Ja, es ist so oder so. Ja, ist richtig. Formulierungsfrage, wo wir eigentlich an einem Punkt sind, wo wir sehr, sehr weit in die Zukunft blicken müssen. Und ich glaube, wir haben gerade eine Situation, wo sehr, sehr viele Menschen, die meisten Menschen in diesem Land, verstanden haben, was für ein großes Problem die Klimakrise ist und wo sie sich auch selber Sorgen machen. Also, was wird selber passieren mit der nächsten Hitzewelle? Wie wird es meinen Kindern in der Zukunft gehen, die es unerträglich finden, die Bilder von Naturkatastrophen aus der ganzen Welt zu sehen und die gleichzeitig natürlich bei den aktuellen Debatten auch eine persönliche Verunsicherung spüren? Und ich glaube, das kann ich nachvollziehen und das muss man auch adressieren. Und ich glaube, dass es aber an der Stelle ein ganz, ganz großes Problem ist, dass man politisch so tut, als würde es den Menschen in diesem Land gut gehen, wenn man diese Veränderung nicht jetzt geplant umsetzt. Ich verstehe den Ansatz von und auch die Frustration bei Ihnen, verstehe ich total. Andererseits tut sich da gerade eine gigantische neue soziale Frage auf. Das ist genau der Punkt. Sie haben auch dazu, glaube ich, getwittert. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz einspielen. Folgen Sie mir auf Twitter oder ist das nur für die Sendung? Wir verfolgen nur die CSU eigentlich im Grunde und speziell Sie, ich auch nachts. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Ja, wenn ich nicht schlafen kann, dann lese ich Tweets von Martin Huber. Also, die Ampelpläne sind sozial ungerecht und eine nicht zu verantwortende Belastung, insbesondere für ältere Hausbesitzer. Ne, das darf nicht zur Altersarmut führen und so weiter, weil grüner Sanierungszwang und so. D'accord, haben Sie einen Punkt. Aber wie würden Sie es machen? Es geht darum, dass wir natürlich mit Förderprogrammen die Menschen begleiten, aber nicht übers Knie brechen. Wenn ich jetzt lese bei der Ampel, dass im nächsten Jahr die Heizungen ausgewechselt werden müssen, dass teilweise sogar in Anspruch genommen wird, in Privathaushalten mit Wasserstoff zu heizen. Sie sind jetzt ganz hart dran an alternativen Fakten. Also, ganz hart dran, wirklich. Wenn eine Heizung kaputt geht. So. Ja, so. Und dann musste sie, war der Plan. Das ist ja eine völlig andere Aussage, als zu sagen, nächstes Jahr müssen alle Heizungen ausgewechselt werden. Bitte. Dann kommt der Punkt, dass im Koalitionsausschuss drinsteht, man müsste mit wasserstofftauglichen Heizungen heizen. Herr Dr. Huber, warum machen Sie das? Dann müssen Sie natürlich erstmal überlegen. Sie haben es ja gerade angesprochen. Wo soll denn der Wasserstoff herkommen? Herr Huber, warum machen Sie das? Da wird ein Koalitionsausschuss hier. Warum machen Sie das? Was denn? Warum sagen Sie so einen Satz? Welchen Satz? Sie haben gerade insinuiert, dass demnächst alle Heizungen in Deutschland ausgetauscht werden müssen. Was völliger Quatsch ist. Und das weiß niemand besser als Sie, weil Sie haben sogar einen Doktortitel. Es war schon am Beginn auch die Überlegung, dass man einen Sanierungszwang kombiniert, natürlich auch mit den Vorgaben der Europäischen Union und der Ampel. Nein, da gab es schon so einen Sanierungszwang. Jetzt wurde ein bisschen abgeschwächt, aber schauen Sie mal, ein Kompromiss, der lautet, 80-Jährige müssen nicht, 79-Jährige schon. Das war auch wirklich nie das Thema. Das wissen Sie so viel besser, als ich es weiß. Trotzdem ist doch der Punkt, Ich würde es einmal gerne verstehen. Warum setzt man sich nicht hin und sagt, pass auf, hier ist unser konstruktiver, guter Vorschlag. Ich gehe total mit, wenn Sie sagen, wir haben als CSU den Vorschlag gemacht, dass wir eine Abwrackprämie einführen für alte Heizungen, um die Menschen zu begleiten bei der Umstellung, ohne dass wir sie zwingen. Weil es natürlich schon auch um die Frage geht, wie Sie gerade in meinem Tweet auch eingeblendet haben. Ich mag Ihren Tweet. Oh, freut mich. Ja. Und es geht natürlich schon auch darum, dass
Menschen, wie sie Frau Dunst gesagt hat, die über 30, 40 Jahre sich alles ihr richtig. Eigenheim vom Bund abgespart haben. Sie würden jetzt eine Abwrackprämie würden Sie machen? Würden wir machen. Heißt, wie würde das aussehen? Eine Abwrackprämie, wo man darüber reden kann, 80% zu bezuschussen, damit die Menschen bei der Umstellung unterstützt und begleitet werden, ohne dass wir jetzt in den Bestand oder ins Eigentum eingreifen oder irgendwas übers Knie brechen. Weil Sie haben es selber angesprochen, es geht hier auch um eine soziale Frage. Ja, absolut. Es ist richtig. Darüber hinaus auch noch ein Punkt, wenn wir uns ja auch einig sind, dass Klimaschutz ein globales Anliegen ist, dann muss ich natürlich schon immer auch schauen, dass bei uns die Rahmenbedingungen so sind, dass das nicht zu Abwanderungen führt. Und deswegen sind auch deswegen sind auch die E-Fuels so wichtig, weil wir können bei uns natürlich alles umstellen auf E-Mobilität. Ja. Aber gleich wieder beim Verbrenner. Vor dem Hintergrund einer globalen Herausforderung muss ich mir doch überlegen, wie wird denn dann in anderen Teilen der Welt Mobilität organisiert? Und da ist doch was Volkswagen auch politisch verfolgt. Aber ganz kurz, Christina Dunz, das ist interessant, ne? Also ist das einer der Gründe? Also was ich sehr schwierig finde, ist, Herr Huber, wenn Sie ganz gezielt und ganz bewusst Dinge falsch wiedergeben, um Stimmung zu machen. Wir haben eine sehr aufgeheizte Diskussion im Land und wir haben eine große Verunsicherung, weil die Menschen natürlich jetzt Angst bekommen. Ja, aber nicht wegen der CSU. Nein, lassen Sie mich bitte mal kurz ausreden, Herr Huber. Nein, Herr Huber, bitte. Wir sind ja nicht in einer Parteiveranstaltung. Sie könnten viel dazu beitragen als CSU, als große Volkspartei, wenn Sie mit aufklären würden und wenn Sie nicht Dinge, die abgeräumt sind, wieder hervorholen und die Leute weiter verunsichern. Und Frau Brünger hat es am Anfang gesagt, Landtagswahlkampf in Bayern ist das Allerwichtigste für die CSU auf der Welt. Was Höheres gibt es nicht. Das ist auch okay. Da denken Sie, finde ich, geht es zu weit, wenn man eben nicht von Heimatenergie und einem Bundesland in die ganze Republik so ausstrahlen darf, dass alle darunter leiden müssen, weil in Bayern Landtagswahlkampf ist. Das, finde ich, geht zu weit. Also die Verunsicherung kommt doch die Ampel, nicht doch uns. Bitte mal bei der sozialen Frage, Herr Huber. Sie schlagen eine Abwrackprämie vor. Das ist aber auch nur ein ganz kleiner Teil. Wenn Sie sich jetzt in die Lage versetzen würden, wie so eine Ampel oder wie eine Bundesregierung, was sie da nachdenken muss. Es geht ja nicht nur um eine Abwrackprämie, sondern Sie müssen dann, der Spruch der Ampelregierung ist, niemand wird im Stich gelassen. Den kann ich auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Stimmt, weil das natürlich nicht. Überhaupt nicht besagt, wo da der Schnitt gemacht wird. Worum es mir geht ist, und dazu ist die CSU unglaublich wichtig, wir müssen über einen neuen Wohlstandsbegriff sprechen. Frau Brünger hat, die Generation von Frau Brünger hat einen ganz anderen Wohlstandsbegriff als wir. Und ich finde, da können wir sehr viel von dem Engagement lernen. Zu Wohlstand gehört, ich habe Wasser, ich habe sauberes Wasser, ich habe Strom, ich habe es warm, ich muss nicht frieren. Und dafür muss ich andere Dinge, die bisher meinen Wohlstandsbegriff geprägt haben, bereit sein abzugeben. Zum Beispiel, dass ich mir, gehen wir mal zum Auto, dass ich nicht darauf bestehen kann, das Auto, was nachweislich die Umwelt verpestet, bis 2035 oder noch was, wir müssten viel radikaler sein. Meiner Ansicht nach brauchen wir ein Tempolimit. Lange verpennt von der CSU im Verkehrsministerium, jetzt von der FDP im Verkehrsministerium. Wir müssten an vielen, auch kleinen Stellen sagen, das ist uns nicht mehr so wichtig, weil mir gutes Essen wichtig ist, nicht aus Massentierhaltung, weil es auch den Klimawandel befördert. Und die CSU mit ihrem, wie ich finde, ja beeindruckenden guten Heimatbegriff könnte das besonders gut machen. Was sie aber machen, ist, um die Landtagswahl zu gewinnen, gegen diese Ampel, die ja sehr im Sinne von Herrn Söder war. Er wollte ja damals gar nicht groß in die Regierung einsteigen und hat das ja mit verhindert, eine Jamaika-Koalition. Und jetzt sind wir wieder beim Bayerischen Landtagswahlkampf, um genau das zu machen, was Sie jetzt machen. Mit dem Schießen gegen Berlin ist ja ohnehin ein gutes Feindbild für die CSU in Bayern. Daraus wollen Sie Gewinn schlagen. Und das wird Ihnen zu einem Teil wahrscheinlich auch gelingen. Nur, das bringt dem Land nichts. Und das, finde ich, ist für eine Volkspartei der Größe der CSU überhaupt nicht würdig.